So, wir sind zurück zu einem neuen Special-Projekt, dieses Mal mit dem Spiel Schlag den Raab. Und die Menze spielt nicht alleine, sondern... Kaito ist natürlich auch wieder dabei. Und wir spielen den Jackpot von 500.000. Nee, wir machen Party. Jetzt wird es ja, weil nämlich bei Dingens... Weil hier kann man nämlich unterschiedliche Charaktere wählen und man muss nicht unbedingt... Einer ist nicht unbedingt doch, Stefan. Doch, Stefan. Ja, kann man auch wählen, aber müssen wir ja nicht. Nee, müssen wir nicht. Da der im Blau passt sogar zu dir. Ja. Oh nee, das Nee. Bernd. Ja, das klingt doch gut. Ja, klar. Ja, wieso nicht? Was? Unter der abgebrühten Fassade schlummert ein explosives Gemüt, aber auch ein großes Herz. Breites Grinsen, freche Klappe, das ist Stefan. Freches Grinsen hast du, aber breite Klappe funktioniert nicht. Sarah ist fit wie ein Turnschuh. Das muss man als Mutter einer 6-jährigen Tochter aber auch. Ja komm, sei die Mutter einer 6-jährigen Tochter. Die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, eine schlaue, aber auch sehr schüchterne Persönlichkeit. Da passt ja gar keiner zu dir. Ich bin Finanzbeamter, das ist mein Beruf. Okay. So. Und nicht Stefan. Natürlich nicht. Verglüht, verplant, aber verlässlich. Obwohl. Ja, komm. Du stehst ja auf Rock. Ja, und die Frisur passt auch ganz gut. Hier. Ich meine den Bart. So, wie machen wir das? Drei? Weiß ich nicht, wie viel Zeit haben wir? Machen wir zwei Projekte draus? Also zwei Parts oder einmal? Machen wir dreimal, oder? Ja, dann machen wir das. Kurzes. Machen wir nur kurze Runde. Dann schauen wir doch gleich mal, was wir haben. Obwohl drei Spiele sind wahrscheinlich sehr kurz, ne? Ansonsten machen wir halt eben nochmal. Sause in diesem klassischen Slot-Kart-Rennen mit deinem Flitzer über die Piste. Du bestimmst nur die Geschwindigkeit, mit der du fährst. Das ist die Steuerung. Halt die Reefer-Bedingung aufrecht, wie eine Steuerknüppel. Okay, desto schneller wirst du. Und desto eher dreht er sich in der Innenkurve. Okay. Also quasi so eine ähnliche Kacke wie bei Mario Kart, diese eine Scheiße, weißt du noch? Ja. Weißt du noch das Spiel? Ja. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, ja. Ja, dann strengt euch mal an. Bin ich der Schwarze? Ja, ich bin der Schwarze, ne? Achso, wieder mit drehen, ne? Was? Nein, nicht drehen. Doch, wenn man zu schnell fährt. Ja, wenn man zu schnell fährt. Alter, wie kannst du so schnell so weit vorne sein? Obwohl du dich schon mindestens 5-mal mehr gedreht hast als ich. Ja, viel du Dreckiger. Tschüss! Also, doofes Spiel, ne? Nö, jetzt finde ich's gut. Aber jetzt gewinne ich. Nein, nicht so schnell. Ich habe genug Zeit, ich habe genug Vorsprung. Schön konstant. Meine ich zu schnell? Nein. Wie viele Runden müssen wir drehen? Ach so, ich sehe. Fehler. Halbzeit und Tom liegt mit seinem Flitzer in Führung. Tom, gib Gas! Gotta go fast. Da. Never winning. Ich krieg dich. Du hast keine Chance gegen mich. Zu ungestüm. Fuck. Da dachte Tom wohl, er könne sich so einfach absetzen. Ah. Alter, was ist mit dir los? Was soll los sein? Du hast schon Führung. Ja, nicht wirklich. Kann das sein? Ich war gerade so weit in Führung. Wie kann das sein? Jetzt auch einmal hier. Du dreckiger. Du dreckiger Sack. Wie hast du das gemacht? Ja, Tom gewonnen. Tom gewinnt? Ist mir egal, ich hab gewonnen. Hä? Das bedeutet die Führung für Tom. Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht, aber ich find's gut. Was war denn die Regel überhaupt? Wer Letzter wird? Was? Nein. Die Regel war wahrscheinlich, wer am sauersten fährt. Und du hast dich ständig gedreht.
Okay. Keine Ahnung. Ein doofes Spiel ist das, ey. Endlich, du wolltest doch schon immer mal mit einem Pömpel auf eine Zielscheibe werfen. Das ist gar nicht so einig. Nicht nur die Wurfstärke, sondern auch das Timing muss stimmen. Sonst bleibt das Ding ja nicht haften. Versuch mit 9 Würfen die meisten Punkte zu holen, okay? Entschuldigung, halte die Wii-Familie aufrecht, als wäre es eine Kerze oder ein Pömpel. Und halte dann mit A-Knopf gedrückt. Mit einer schwungvollen Viertelkreisbewegung nach vorne kannst du den Pömpel dann werfen. Warum sagen sie nicht einfach, aber lass im richtigen Moment den A-Knopf los, sonst fliegt das Ding gar nicht oder sonst wohin. Der rechte Balken zeigt auch das Timing des Wurfes, stimmt. Grün, der linke, wie viele Punkte du anvisiert hast. Okay. Okay. Tom ist dran. Okay, okay, okay. Wow. Nice. Direkt die Mitte. Ach, bin ich wieder dran? Okay. Sieben Punkte. Okay. Der linke bewegt sich gar nicht irgendwie, ne? Ach shit. Zwei. Ja, immer nur, wenn du nach vorne gehst. Zeig dir das an. Habe ich auch gerade erst rausgefunden. Muss ich hier was drücken? Ja, du musst A gedrückt halten. Und wenn du wirfst, musst du A loslassen. Hm. Weißt du, wie es geht? So das. Ja, genau. Ach, verdammt. Ja, das ist immer scheiße für den, der vorspielt. Zuerst spielt. Du hast doch gerade gewonnen, ja? Ich bitte dich. Was? Yeah. Ah, sorry. Deine Staubsachen hier. Was? Bei mir ist er auch da gelandet und trotzdem ist er abgefallen. Ja, aber ich bin doch mal in der Mitte da, links, rechts, siehst du? Ja, in grün, aber ja, trotzdem. Klar, muss im grünen Bereich sein. Nächste Runde, Tom ist dran. Achso, mehrere Runden, okay. Okay. Ach, scheiße, der grüne Bereich ist viel kleiner. Fuck. Scheiße. Der grüne Bereich ist viel kleiner jetzt. Das ist schwieriger. Ist er kleiner geworden? Hast du das nicht gesehen? Nee. Yes. Zack it! Na, du bist in Führung. So soll das sein. Aber ich bin ja hoffentlich gerne nochmal. Ich glaube, das sind 3 Runden, ne? Scheiße. Ah, Dreck. Ah, das ist echt kacke zu steilen. Das ist, Komm schon, Tom. Wer ist eigentlich der Strahlemann, der neben uns steht? Der Moderator oder so? Weiß ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Schlag den Raab eigentlich nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also schäm dich. Ich fand das immer langweilig, tut mir leid. Oh, ich wollte gar nicht drücken. Ach, egal. Ja, aber hast du gut getroffen. Aber dass du gar nicht drücken wolltest. Wollte ich wirklich nicht. Scheiße. Wieso, du bist in Führung. Ja, aber ich habe aus Versehen gerade nur gedrückt. Alter, du Dreckiger. Nein, so eine Scheiße. Alter! Ach, was? Ich hab noch gar nicht. Ich hab noch gar nicht. Ja, so war ich auch gerade. Ja, toll, aber du hast wenigstens getroffen. Ja. Die Drehung stimmt schon mal. Ich hab ihn getroffen. 32, Scheiße, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ja, gibt dein Bestes. Yes. Scheiße. Ach, wir stehen jetzt auch weiter weg. Wahrscheinlich ist deswegen es kleiner geworden. Ja, 7 wenigstens. Ist aber wirklich kleiner geworden, ne? Sehr viel kleiner, ja. Scheiße! Kacke! Ist mir nur recht. Du gewinnst jetzt sowieso schon. Wieso? Dann ist ja schon vorbei. Es sind doch nur 3 Runden. Hä? Ja, aber ich hab doch jetzt schon mehr. Ja, ich weiß, aber das zeigen sie doch jetzt nicht schon an.
Doch unten steht die Anzahl. Ja, ich weiß, aber sie zeigen noch nicht das gewonnen, ne? Siehst du? Ja, aber hätte man in der richtigen Show, da wäre es dann schon vorbei gewesen, wenn man ihn mehr aufholen könnte. Ja, gehe ich von aus. Weiß ich auch nicht. Das ist der Ausgleich. Die Luft brennt. Der Ausgleich? Ich bin eher im Ziel gefahren, ne? Ja. Der Ausgleich. Stell dich mal nicht an, ich habe nur einen Punkt bekommen für die Scheiße. Das ist Betrug! Du hast 2 Punkte bekommen. Du arbeitest mit dem Moderator zusammen, habe ich das Gefühl. Kommst du denn darauf? Zwinker, toll. Erkennst du die gezeigte Flagge? Immerhin bekommst du 4 Länder vorgeschlagen, zu denen die Flagge passen könnte. Wähle das richtige Land aus und hol dir als erster 7 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Steuere, lege die Mieterbedingungen auf deine Hand und klopfe wie zum Buzzen der anderen Hand. Aber nicht zu dolle. Klar, wenn du ein Langweiler bist. Was aus dem Ja, genau. Okay. Ja, mache ich auch. Also, wir sind Langweiler. Ja, dauert das doch viel zu lange. Wasch! Ja. Los geht's. Probespielen? Nein. Bei Probespielen gewinne ich immer und am Ende zieht der Sack mich dann immer wieder ab. So. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Macht euch bereit, hier kommt die erste Flagge. Wo gehört diese Flagge hin? Ich hab sie noch nie gesehen, wie ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Ja, auch nicht, ey, keine Ahnung. Scheiße, Gedrige. Aber an eine Regel bei Schlag den Star erinnere ich mich noch. Wenn der andere Buzzer falsch ist, kriegt der andere den Punkt. Mhm. Deswegen mache ich nichts. Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Welches Land ist hier nicht gemeint? Was? Okay. Ja, ich dachte eigentlich Kenia, aber das war auch okay. Boah, ich kann mich mit Flaggen gar nicht aus. Das müsste eigentlich, das sieht aus wie Italien, ne? Aber nee. Falsch herum, oder? Italien hat kein Symbol in der Mitte. Ja, ich weiß, das will ich ja. Verwirrt mich doch. Ich hab keine Ahnung von Flaggen. Was war das? Tadschikistan. Hab ich noch nie von gehört. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Oh, are you fucking kidding me? Immer diese roten von. Was? Ist nicht dein Ernst, oder? Weiß das wirklich? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde das hier sagen. Ja! Ja, ich dachte, wir kriegen die Antwortmöglichkeiten jetzt schon vorgeschlagen, ne? Nee. Wieso mal 2? Ja, weil weil ich schon falsch hatte. Achso, bei der nächsten Frage, wenn ich richtig beantworte, kriege ich mal 2, also 2 Punkte zusätzlich? Ja. Ich kenne die Flagge auch nicht, keine Ahnung. Also kann man wieder nicht drücken. Oh! Nee, Scheiße. Südkorea dann. Bangladesch oder so. Scheiße. Ich habe Japan, Südkorea ausgeschlossen. Ja, ich wusste gar nicht, dass Südkorea eine eigene Flagge hat. Doch. Ja. Oh Gott. Nein, das machst du nicht. Das hätte ich auch gewusst. Ja, genau deswegen. Du hättest 2 Punkte gekriegt. So geht's nicht. Du hast auch 2 Punkte bekommen. Nein, ich habe nur 1 Punkt bekommen. Ich hatte schon 1 Punkt. So. Sonst hätte der mich wieder aufgeholt, der kleine Trainer. Jetzt schnappen sich die anderen vielleicht einen Doppelbonus für die nächste Runde. Ja, Polen ist ja klar, ne? Ja, Polen war rot-weiß, das weiß ich. Aber ich habe mehrere Freunde aus Polen sogar. In welchem Land weht diese Flagge? Aha. Hä? Du weißt, ne? Was? Das hätte eigentlich. Das hätte eigentlich richtig sein müssen. Iran oder so? Was? Nein, das war doch nicht Iran, das doch. War Indien! Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Morgen ist Indien! Doch, natürlich! Ich wusste es nicht, ich hab geraten! Scheiße, keine Ahnung. Weißt du da was? Ja, ohne den Stern wäre Tschechien, glaube ich. Nee. Polen wäre das ohne den Stern, oder? Nee, ist das nicht rot-weiß? Polen ist andersrum, ne? Polen ist andersrum. Nee, Tschechien ist da dieses mit dem Dreiter. Chile. Chile? Ach ja. Ach ja, jetzt sagst du es, ach ja. Was ist das für ein... Oh-oh, jetzt können die... War nicht Argentinien? Ne? Ich dachte Argentinien! Oh, hab ich auch gedacht! Nächste Runde, ja. Diese Flagge. Was? Das war
Aber ich kenne mich nie aus mit den Flaggen. Yes! Du hast das gewusst? Nein, ich habe geraten. Ich kenne mich nie aus mit den scheiß Flaggen da. Ja, ich kenne nur ganz wenige, ja? Also sei mal ruhig. Soll mal Deutschland zeigen. Oh, are you fucking... Was zur Hölle? Wenn man wenigstens die Antwortmöglichkeiten sehen würde, ne? Ja, oder diese... Was soll denn immer diese Symbole? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das könnte doch schon ein guter Part werden. Ja, doch. Ach, Liechtenstein, okay. Ja, das ist Liechtenstein, okay. Ja, so, so ein kleines Ding ins Land. Das ist halt ja... Oh, was zur Hölle. Du hast gesagt, das wird zu kurz mit der Zeit. Ja, hatte ich ja auch gedacht. Verdammt. Ich dachte, irgendwie Glück gehabt. Ja, ich weiß das nicht. Ja, das bin ich ja auch froh drum. Was ist das denn, der Schwer von der Flagge? Was? Hellblau und ein Stern? Ach Leute, mach doch mal vernünftige Flaggen, die man erkennen kann. Ja, was willst du denn machen? Italien, Frankreich? Ja! Aber geht das mal ein bisschen schneller. Somalia, ja. Oder? Somalia, Somalia ist Afrika, ne? Seid ihr unter den Pazifisten gegangen, oder was? Laber dich, ich fühl mit zwei Punkten. Scheiße. Du Dreckiger. Nun. Mhm. Das war mit keinem Bonus. Ja, ich hab's auch gewusst. Fuck it. Wie ist das denn? Alter, was sind das denn immer? Plopp, mit so einem... Ich hab einen Punkt, yeah! Weiß ich nicht, ist das... Was hast du jetzt gedrückt? Was? Ich hab gar nichts gedrückt. Achso. Ich? Du hast gedrückt. Nein. Ja, dann müssen jetzt wohl die anderen... Yes! Barbados, ey. Ja, aber du kriegst ja nur mal ich zwei, den ne? Bonus. Ja, ja. Ja, ja, für dein Glück. Mhm. Na toll. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alter, was sind das für Flaggen? Ich meine, sieht was ist das denn da für ein Bild in der Mitte? Zwei, also ich weiß wieder mal. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Yes! Haiti? Ja, mir fiel's ein, das war die Flagge auf Hawaii, die habe ich da mal gesehen. Ja, ich war noch nie auf Hawaii, das weiß ich. Aber ich auch. Du lässt mir auch keine Chance. Natürlich nicht! Du Drecksack, holst doch immer auf, wenn ich dir eine Chance lasse. Was machst du denn? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ach, du weißt es auch nicht. Was ist das für ein... Ach du Sch... Wollt ihr mich denn verarschen? Nein, was sind das für Flaggen? Du kannst dir die zocken, ey. Was? Hast du schon gedrückt? Oh, ach nee, du bist blau, ne? Yeah, richtig geraten! Hat dir nur einen Punkt gebracht, also. Ja, toll, ey. Du bist noch zu weit weg. Ha! 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 Ja! So muss das laufen. Ja, ich kenne mich nicht aus mit den Flaggen da. Weiß ich nicht. Oh, fuck. Das habe ich mal. Also irgend so ein afrikanisches Kack. Keine Ahnung. Kannst du ja aktiv buzzern. Vielleicht kommst du ja auf Afrika. Ja, aber vielleicht stehen da 2, 3, 4 Afrika-Scheiße. Mauritius. Ne, war noch nicht mal afrikanisch, oder? Wo ist Mauritius? Weiß ich nicht. Ich bin scheiße in Erdkunde. Er drückt einfach. Ach, nee. Nicht. Verdammt. Ach, ich dachte, scheiße, nee, Vietnam wäre das gewesen. Das wusste ich, aber ich habe leider gedacht, scheiße. Das wäre Albanien. War Albanien nicht auch so rot? Was ist das denn? Ist das ein Huhn oder was? Was soll das denn sein? Küken ist das! Ja, und wer hat ein Küken aus seiner Fahne? Kannst du mir das raten? Simbabwe! Ah, okay, Afrika. Also, toll. Diese Flagge schon mal gesehen? Hä? Oh! Fuck! Ich hab die schon mal gesehen. Wo war das nochmal? Kannst du tippen, theoretisch. Ja, ich weiß, aber dann hast du wieder eine Chance und das will ich nicht. Peru, scheißen Getränke. Das hast du gewusst? Will eigentlich keiner von euch gewinnen? Halt die Fresse! Frage, scheiße. Polen. Jetzt werden die Flaggen langsam einfacher, weil die merken, sonst wird das hier nichts mehr. Ja. Das sind aber auch Hammerflaggen, manche, ey. Ach, echt jetzt? Schon wieder so eine? Ich hab keinen Plan. Du? Dimensio! Wir spielen das Spiel zu zweit, hallo! Ich weiß es nicht!
Keine Ahnung. Ich kann nicht nur immer nur drücken. Taiwan. Kenningwasserland. Immer in China. Taiwan, schon. Kennst du nicht? Immer in China, ne? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Sieht aus wie moderne Kunst. Oder eine, die diese Flaggen, die sie am Flughafen immer schwenken kann, wenn ein Tornado aufkommt oder so ein Scheiß. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Madagaskar. Oh, die haben eine Flagge? Oh, natürlich haben die eine Flagge. Ja, aber ich wusste nicht, wie sie aussieht. Fast jedes Land hat eine Flagge. Ich ja, mal. Hat doch auch jedes, theoretisch. Ja. In The Big Bang Theory hat Tschechien! Doch so. Nein, aber ein bisschen anders ist Tschechien. Was? Sieht immer so ähnlich aus. Ah, ich spiele jetzt einfach mal Risiko. Ich drücke mal einfach und sag jetzt, okay. Afrika oder so? Gott sei Dank. Meine zweite, war's nicht. Meine zweite Wahl wäre auch Djibouti gewesen, aber. Bin ich froh, dass ich nichts gesagt habe. Wie korrekt? Wir haben doch keinen Plan gehabt. Oh, Scheiße, das ist irgendwie wieder so ein asiatisch oder was weiß ich was. Oh, davon ist gar nichts asiatisch. Ups! Okay. Was ist das für ein Land, Antiqua? Hab ich auch noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber in Erdkunde bin ich auch eigentlich nicht so der Bringer. Habt ihr da schon mal erzählt, die Geschichte in Erdkunde bei dem Test? Welchen Test? Ich hatte so einen Erdkundetest mal in der Schule und da haben wir so einen Spicker gezeichnet. Ganz Europa, also so nachgezeichnet, die Grenzen und alles. Und dann aufgeschrieben, wie jeweils die Bundesländer heißen und sowas, den ganzen Scheiß. Nicht Bundesländer, sondern die, Was ist? Yes! Rumänien? Ja, ich wusste. Irgendeiner! Jo! Ey, ich kenne mich nicht aus mit Flaggen! Ja! Ich hab ihn endlich besiegt! Ich kenne mich aber nicht. Aufgrund von Wissen! Ich kenne mich. Du wusstest auch nicht jede Flagge, ja? Ne, den größten Teil habe ich aber gerade. Den größten Teil habe ich auch gewusst, den ich angegeben habe. Nein, du hast dich sogar mal was an. Du hast da gesagt, das war die und die Flagge. Wusstest aber, du hast da nie drüber da genommen, die Antwort. Ja, aus Versehen. Ah, manchmal vertue ich mich auch. Oh nein! Wieso, ist noch nicht vorbei? Ja, offensichtlich nicht. Wir haben nur 3 Spiele angegeben. Ich hätte ja, doch gewinnen müssen. Du wolltest 5! Ja. Machen. Ja. Es gibt nicht nur die besten. Wir haben nur 22 Minuten schon, ne? Ach, machen wir einfach, egal. Ja, bist dran, du bist dran. Ich hasse Curly. Ist zu schnell gewesen. Ich hab irgendwas gemacht. Komm. Wir fliegen drüber fliegen. Jetzt geht er wieder zurück. Ja, aber zählt nicht, ja. Aber der bleibt doch da liegen, ne? Du, ah. Muss ich hasse Curling. Hallo, auf den Bildschirm zielen. Du bist immer noch dran. Ich hasse sowieso Curling. Das ist doch beschissenste Spiel von überhaupt, ey. Weißt du noch bei Saturn? Wo wir die CD Curling gefunden haben für den PC. Und dann wurde es runtergesetzt auf 99 Cent. Ja. Und zum Schluss haben sie es für 50 Cent verkauft. Tom ist dran, okay. Okay, okay. Damit wir ein langweiliges Spiel hinter uns bringen. So. So, wie geht's jetzt? A und B drücken und dann. Achso, A und B drücken und dann? Ja. Und loslassen? Ja, war ein bisschen zu niedrig, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie ich den. Ja, du musst es erst erhöhen. So machen und dann, wenn du die richtige Möglichkeit hast, dann. Ja, du sitzt auch direkt davor. Ist auch schön einfach. Ist jetzt leider ein bisschen zu weit ab. Ich hab doch auch verkackt, also hast du eine Chance. Ja, aber ich sitze schräg versetzt zum Bildschirm, wie soll ich das denn machen? Ich kann gar nicht gerade werfen bei meinem Dingens. Oh, Scheiße. Du kannst nicht gerade werfen. Sind dann. Ja, das hast du gesehen, ich werf immer einen Bogen. Ja. Warte, ich schräg sitze. Komm. Du Drecksack, Dreckiger. George ist dran. Komm, verkack. Ach, zählt der noch bei mir, mein Stein, der da ist?
Hallo, du musst A drücken wieder auf das Feld, ja, Mann. Checkst es nicht. Ich hasse Curling. Ja. Das ist keine Entschuldigung. Doch, für mich schon. Komm, verreck, verreck, verreck. Ach, ich bin in Führung. Mehr davon. So. Denk ich mal. So. Ich gehe immer in Kurven, ne? Aus irgendeinem Grund. Ausgerechnet kommt Curling dran, ey. Ich bin immer noch weiter drin wie mir als du. Ich weiß. Ich wollte ja auch nur dafür sorgen, dass du etwas weiter rausgekickt wirst. Aber deiner hat mich wieder gebremst, ne, da oben. Ja, das war ein Fehler, ich weiß. Ich wusste aber auch nicht, dass ich so präzise werfen kann. Komm, 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 komm. Ah, are you kidding me? Ich hab einen Punkt bekommen. Hä, wieso hab ich keinen Punkt bekommen? Meiner war ja, aber meine war wahrscheinlich näher dran als deiner. Oh, toll. Ach, fuck, Mann! Meine Fresse, ey. Ja, weil ich nicht richtig hier drauf zielen kann, weil hier so ein Bettpfosten im Weg ist bei mir. Ey, wir wollen ja nicht mal Zimmer beschreiben, ne? Den Raum hier, den magischen Raum. Den magischen Raum in der scheißen Gedrecke! Ja, ey. Immer mehr Hände hier. Damit kommst du aber sicher auf keinen grünen Zweig. Aha, bin ganz gleich im Album. Was machst du denn da? Ein bisschen Dehnübungen. Komm, 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 komm. Ja! Dankeschön! War das Absicht? Nee. Kann ich den Tilt wieder rausschieben? Ja, natürlich, wenn du ihn triffst. Mach das nicht, du bist er, das ist mein einziger Punkt. Du kannst hier noch gerade steuern. Ich wirf immer in der Kurve. Kann ich gar nicht wählen. Verreck, 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 du Arsch. Lass mich. Ja, ja. Aber kannst du das TT auch wieder verkacken? Nö, ja, theoretisch kann ich das jetzt verkacken. Aber wieso sollte ich das tun? Ich lass den einfach da liegen, weil ich bin ja am nächsten dran am Roten. Also meinen willst du nicht wegtun? Nee, dann stoß ich doch wieder meinen an. Das war also, Blödsinn. Okay. Ich hasse sowieso Curling. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ein bisschen sehr häufig in diesem Level. Ja! Ist, ne? Wie kann das denn sein? Ich müsste mindestens im Blauen landen. Was ist denn das für eine Ficke? Ja. Jetzt nee, noch mit Schmack mal hier. Dritte Runde spielen dann. Wenn ich gleich 1-1 stehe. Weiß ich nicht. Ah. Oh, are you fucking kidding me? Ernsthaft? Sieht ja ganz gut aus für dich, aber was macht die Konkurrenz? Ich bin nochmal dran? Du bist nochmal dran, ja, offensichtlich. Weiß ich auch nicht wieso. Du gerade angefangen hast, ne? Was soll jetzt endlich los? Ja. Muss ich loslassen. Die richtige. Mein Gott, was ist das ätzend. Stell dich nicht so an, du hast immerhin zwei schon im Kreis. Was ist das jetzt so? Willst du ihn anschneiden? Wo sind denn eigentlich die Typen, die normalerweise davor herwischen müssen? Da steht doch normalerweise noch einer davor, der dann mit dem Pinsel wischt. Oder ja, hier mit so einem Besen. Weißt du, was ich meine? Ach, ich weiß nicht. Hast du gewonnen, ne?
Hab ich einen Punkt bekommen, ja. Sun Death. Du bist dran. Du willst auch wissen, das Video ist doch schon lange genug. Hätte ich doch nichts für. Ja, was? Ich will in diesem scheiß Curling nicht auch noch gegen die verlieren schon wieder. Du gewinnst ja wieder wegen diesem scheiß vierten Spiel, sonst hätte ich gewonnen schon längst. Du bist dran. Immer zweimal. So, ich dachte, es ist Sudden Death. Nein, zweimal. Jeder Wurf ist zweimal. Und dann kommt der andere dran. So. Ach ja. Okay. Was für ein langweiliges Spiel, Curling, ne? Natürlich echt kacke, weil du mir da im Weg liegst. Du musst aber außen rum von mir. Ja. Warte, wie kann ich jetzt hier... Hallo? Aha, okay. Aha. Verdammt, jetzt! Bin ich ein bisschen zu langsam gewesen? Ja, das kann man immer so schlecht einschätzen, aber ich glaube eigentlich nicht. Hast du gewonnen, brauchen wir nie weitermachen. Hä? Nee, du hast doch gewonnen! Ja, es sind immer zwei. Hey, was habe ich dir gerade gesagt? Ja, aber du bist doch schon weiter als ich. Nein, das ist zu viel. Nein, das ist zu viel. Yes! Ach so, kannst wahrscheinlich mal auch noch weiter rein oder deinen wegkicken, ne? Ja. Darum geht's wahrscheinlich. Darum geht's, ne? Gehe ich auch von aus. Ich versuche jetzt meinen noch ein Stück näher, damit das sicherer ist. Genau. Just like I play. Was? Was? Wie? Wä? Es ist immer zweimal. Du Dreckiger. Ach, jetzt rutscht du an allen vorbei, oder was? Was hast du vor? Das war einer? Nein, das ist deiner. Wo ist das? Meine sind schwarz. Was ist jetzt schon? Das heißt, ich bin auch gleich nochmal dran, ne? Ich kann dich auch wieder rauskicken. Boah, Alter, das ist das langweiligste Duell, das ich je gesehen habe. Dankeschön! Wie das langweiligste Duell. Ja, ganz ehrlich, oder? Guck dir das so an, Curling. Mein Fresse noch einmal. Nein, so, nein, falsche Richtung. Hallo, ich möchte in die andere Richtung mein Ding biegen. Mach hinge jetzt! Nein, mach ich nicht. Das Video ist. Ich will nicht, dass du gewinnst. Du bist schon näher dran. Du brauchst theoretisch gar nicht mehr mal. Du brauchst theoretisch nur noch ganz wenig mal. Du bist doch schon näher dran. Da siehst du das nicht? Ja, ich weiß. Aber ich will auch nicht aus Versehen dich treffen. Und ich nee, du kannst doch theoretisch nur ganz wenig machen, dass er nur ganz wenig fährt, weißt du? Ja, stimmt auch wieder. Ja, jetzt nochmal mit Schmack ist. Er fliegt weiter, ne? Ja, ich hab ihm hoffentlich so viel Schmack gegeben, dass er wieder zurückkommt. Na, egal. Egal! Ja. Sieg! Sieg! Das ist eh scheiße, das bin ich viel. Tom gewinnt. Mach weiter, Alter. Ja, ich hab mich gedrückt, es passiert nichts. So. Endlich, sonst hätte er mich noch überholt in der letzten Runde, der Drecksack. So wie er es immer macht. So, dann beenden wir jetzt schnell, ne? Weil es sind schon 34 Minuten. Ja, Special Project abgeschlossen. Okay, dann sehen wir uns. Heute ist mal ein längerer Part. Ich hoffe, ihr freut euch dran. Ja, genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.